Ja, Tag 18. Ja, heute war ein Reis nach oben am Start, am Zug. War ganz nett, durch die Highlands. Ja, ist mal wieder wunderschön. Wenn man dann teilweise auch in der Strecke vom Westland vorbeikommt. Ja. Wetter, ja. Heute war auch Premiere. Konnte man Zelt einpacken. Kein Kondenswasser, kein Regenwasser. Ja, noch ein bisschen Regen, aber ja, also eigentlich fast trocken. Gigantisch. Optimal. Ja. Ja, dann zum Bahnhof. Einen Zug 11:40 Uhr. Hab vorher noch beim Rollen M geluncht. Zug, dann nochmal umsteigen. Fast in den falschen Zug dann beim Umsteigen eingestiegen, der sich da geteilt hatte. Aber Gott sei Dank habe ich gefragt. Jetzt bin ich ja oben im Gasthaus. Ja, eigentlich, weiß nicht, vielleicht ein Schnäppchen oder auch nicht. Ich finde es jedenfalls in Ordnung für den Preis. Ja, muss mal gucken, wo ich mal mit Frühstücken gehe oder ob ich mir hier unten irgendwie Müsli reinziehe. Aber ich denke mal, ich werde irgendwo Frühstück gehen. Habt ihr auch noch gesehen? Eben, ja. Sonst? Ja. Schon irgendwas so in der Bucht ein bisschen lang gegangen, hab ein paar Fotos gemacht. Inzwischen schon mal wieder geregnet. Kann Sonnenschein. Ja, viel war jetzt hier nicht mehr so los. Morgen habe ich, denke ich, mal ein bisschen mehr Zeit. Wobei ich glaube, ich meine Destillatur ein bisschen ungünstig geplant habe. Aber egal. Oder vielleicht doch, ich weiß noch nicht. Und ja. Ja, für Chips habe ich immer gegessen. Ja. Ist nur gut, so ist war kacke. Hätte ich besser direkt Takeaway genommen. Ja, wie das ist jetzt immer. Ja, ist normal. Jedenfalls die Aussicht ist ganz nett. Sonne. Auch schon untergegangen. Weiß gar nicht, hier geht es auch irgendwie in den Fährbetrieb. Weiß gar nicht, ist als Isle of Man. Da werde ich vielleicht mal nochmal gucken, ob das so ist. Ja, Sonntag geht es dann am Bus nach Glasgow, habe ich schon gebucht. Weil Zug, sonntags ist irgendwie kacke hier. Und ja, war ich am Zug, am Bus. Jedenfalls, keine Ahnung, was der Spaß 13 Pfund. Aber 3 Stunden, ich werde es überleben. Ja, so. Jetzt muss ich aufs Bett legen. Ja, ein richtiges Bett. Ja. Bier besorgt. Hab hier noch Whisky von. Weiß gar nicht. Jetzt war schon probiert, aber ich habe gedacht. Gibt's gleich. Glencoe 80 years old. Blended Malt Scotch Whisky. Ja, das ist irgendwie aus dreien zusammengemixt worden. Bin ich eigentlich kein Fan von, aber. Naja. 58%. Ja, ich muss auf jeden Fall gut schlafen. Ich auch noch so ein Starkbier habe von Karlsberg. Hier gibt es eine Plörre zu kaufen, aber gut. Egal. Jetzt überleben. Also, noch 2 Tage.